Hallo und willkommen bei Bleib entspannt, deinem Meditationspodcast. Ich bin Kati Claudel und dieses Mal erfülle ich den Wunsch von Camilla. Sie hat den PayPal.me-Link genutzt, um Bleib entspannt zu unterstützen. Vielen lieben Dank dafür. Dabei schrieb mir Camilla, dass sie meine Traumreisen für Erwachsene sehr genießt und sich über eine neue davon freuen würde. Thematisch wünscht sich Camilla eine Traumreise auf eine einsame Insel mit Pferd, was sich natürlich auch für Kinder eignet. Liebe Camilla, die Traumreise habe ich dir sehr gerne produziert und ich hoffe sehr, sie gefällt dir und auch allen anderen Erwachsenen, aber auch Kindern, die damit einschlafen möchten. Ich wünsche euch viel Freude damit und zauberhafte Träume. Eure Kati. Hallo, schön, dass du hier bist. Mach es dir bequem. Lege dich auf deinen Rücken. Schließe deine Augen und atme langsam ein und aus. Lasse deinen Atem dabei fließen, wie er fließen möchte. Ganz ruhig. Ganz entspannt. Und beobachte ihn dabei. Ein. Und aus. Ein. Und aus. Mache dich bereit, auf eine kleine Reise zu gehen. In dein tiefstes Inneres. In dein kreatives Zentrum. In dem meine Worte deine Vorstellungskraft kitzeln. Die dazu fähig ist, dir die wundervollsten Bilder zu zeigen. Wenn du sie nur lässt. Konzentriere dich mit geschlossenen Augen auf den Punkt zwischen deinen Augenbrauen. Im Moment ist hier noch alles dunkel. Aber gleich lassen wir genau hier die schönsten Farben strahlen. Lasse sie kommen, eine nach der anderen. Ein klares Türkisblau, wie das Meer an einem tropischen Strand. Ein sanftes, helles Beige, wie der weiche Sandstrand, auf den die türkisblauen Wellen schwappen. Ein helles Babyblau, das den Himmel wolkenlos bedeckt. Und das strahlende, wärmende Hellgelb der Sonne über dir. Und du siehst das Meer nicht nur. Du kannst es riechen. Es duftet nach Urlaub, nach Sonnenmilch und nach Glücksgefühlen. Der Geruch der Sorglosigkeit und Entspannung strömt dir in die Nase und glättet jede Anspannung in deinem Geist und deinem Körper. Stimmt dich unsagbar ruhig und gelassen. Doch noch viel intensiver als in jedem Urlaubsparadies
durchflutet dich das Gefühl von Freiheit. Und eine tiefe innere Ruhe legt sich über dich. Denn du bist ganz allein an diesem Strand. Du blickst nach links, nach rechts und hinter dich. Aber keine andere Menschenseele ist auszumachen. Und du genießt dieses Alleinsein. Die Vorstellung, diesen wunderschönen Strand ganz für dich alleine zu haben. Dein Blick ruht auf den Wellen, die gleichmäßig zum Strand gespült werden und sich wieder zurückziehen. Du beobachtest dieses beruhigende Hin und Her, lauschst dem entspannenden Wellenrauschen und lässt deinen Blick über das unsagbar weite Meer schweifen, bis hin zum Horizont. Doch dann, ganz plötzlich, hörst du ein Geräusch hinter dir. Bist du etwa doch nicht allein in diesem tropischen Paradies? Du beschließt, die Insel ein wenig zu erkunden, stehst auf und klopfst dir den Sand von den Beinen. Barfuß läufst du über den Strand und spürst den unsagbar weichen Sand unter deinen Füßen. Er ist ganz warm von der Sonne. Du erreichst den Anfang eines dichten Waldes. Als du ihn betrittst, spürst du eine angenehme Kühle, die der Schatten der hohen Bäume dir spendet. Sie legt sich über dich wie ein erfrischender Wasserfall. Schritt für Schritt läufst du durch den kleinen Dschungel hindurch und triffst dahinter auf große Felsen, in deren Mitte ein schmaler Weg verläuft. An den Felsen vorbeilaufend nimmst du plötzlich eine Bewegung wahr. Irgendetwas ist gerade hinter den großen Steinen verschwunden. Etwas Dunkles, Schlankes. Ein Tier vielleicht? Du streichst mit den Händen über das kühle Gestein, während du dich daran vorbeischlängelst. Bis du schließlich vorsichtig dahinter blicken kannst. Du siehst einen kreisrunden Platz, umschlossen von den hohen Felsen. Und ganz hinten, in einer Nische, steht etwas. Ein Pferd.
Es ist ein schwarzer Hengst, der dort steht. Wunderschön und majestätisch blickt er dich aus seinen dunklen Augen abwartend an. Du gehst einen Schritt auf ihn zu. Doch die schnelle Bewegung scheint ihm Angst eingejagt zu haben. Denn der Hengst läuft durch einen schmalen Gang zwischen den Felsen davon. Du beeilst dich, um ihn nicht zu verlieren, und nimmst denselben Weg. Aber das schöne Tier ist natürlich viel schneller als du. Und als du die Felsen hinter dir gelassen hast, ist von dem Pferd nichts zu sehen. Aber aufgeben kommt nicht in Frage. Und so machst du dich auf die Suche nach dem schwarzen Hengst. Läufst durch hohes Gras, über steinige Erde und durch ein kleines, dichtes Waldstück. Und endlich, als du schon beinahe aufgeben willst, siehst du den schwarzen Hengst erneut. Er steht ganz ruhig an einem kleinen Bach und trinkt. Dieses Mal willst du schlauer sein. Und gehst so langsam und vorsichtig, wie du nur kannst, auf das wunderschöne Tier zu. Du siehst, wie sich seine Ohren in deine Richtung drehen. Er hat dich längst bemerkt. Aber dieses Mal läuft er nicht davon. Stattdessen dreht er sich um und schnaubt in deine Richtung. Ein wenig nervös ist der Hengst schon, aber gleichzeitig scheint er zu spüren, dass du keine Gefahr für ihn bedeutest. Und so bleibt das schwarze Pferd ganz ruhig stehen, als du es erreichst. Seine dunklen Augen funkeln wie zwei Edelsteine. Ganz langsam hebst du deine rechte Hand und lässt den Hengst daran schnuppern. Sanft bewegt er seine seidig weichen Nüstern über deine Handfläche. Du spürst seinen warmen Atem und streichelst ihm dann ganz vorsichtig über den kräftigen Hals. Ein Zittern geht über den gesamten Pferdekörper. Aber der Hengst bleibt bei dir und du berührst nun die weiche Mähne, streichelst darüber und beginnst ganz leise und beruhigend mit dem schönen Tier zu sprechen. Der Klang deiner Stimme scheint eine beruhigende Wirkung auf den schwarzen Hengst zu haben. Du kannst förmlich spüren,
wie sich die angespannten Muskeln des Pferdes unter deinen Berührungen entspannen. Wie sein furchtsamer Blick einer aufmerksamen Neugier weicht und wie das Schnauben des Tieres seine spürbare Entspannung bestätigt. Schließlich entfernst du dich einige Schritte und folgst dem Lauf des Baches. Du drehst dich um und rufst den Hengst, willst sehen, ob er mit dir geht. Und tatsächlich, das schwarze Pferd folgt dir, trottet dir hinterher wie ein Hund. Und zusammen geht ihr spazieren, wie zwei alte Freunde. Schließlich kommt ihr auf eine nahezu baumlose Grasfläche. Und der schwarze Hengst stupst dich sanft mit seinen Nüstern in die Seite. Du verstehst sofort, was er dir sagen möchte. Vorsichtig hältst du dich an seinem Widerrist fest, dem Punkt zwischen Hals und Rücken, wo die Mähne des Pferdes beginnt. Holst Schwung und ziehst dich hoch. Es ist ganz einfach. Schon sitzt du auf dem Rücken des Hengstes und lässt dich von ihm über die Steppe tragen. Er läuft ganz gemütlich, Schritt für Schritt, durch die Graslandschaft. Doch dann wird er schneller und schneller und galoppiert mit dir darüber hinweg. Wow, was für ein Gefühl! Der Wind peitscht dir durch die Haare. Du spürst den bebenden Pferdekörper unter dir und hältst dich in der langen Mähne des Tieres fest, das so ruhig und gleichmäßig galoppiert, dass es sich anfühlt, als würdest du auf einem riesigen Schaukelpferd sitzen. Dann wird der schwarze Hengst wieder langsamer. Die Landschaft hat sich verändert und du siehst, dass ihr gemeinsam aufs Meer zusteuert, über dem eine glühend rote Sonne den späten Abend verkündet. Das Pferd läuft in eine kleine Lagune und steuert direkt auf das Wasser zu. Ganz langsam, Schritt für Schritt, lässt der Hengst seine dunklen Beine im Meer verschwinden. Bis du spürst,
dass er zu schwimmen beginnt. Die Sonne lässt gerade ihre letzten glühenden Strahlen hinter dem Horizont verschwinden. Es ist eine unglaublich schöne Atmosphäre von Frieden, Romantik und Glück. Und dann passiert etwas Sonderbares um euch herum. Fängt es an zu leuchten und zu glitzern. Und du verstehst, dass es genau dieser Zauber ist, den dir der Hengst zeigen wollte. Je mehr er sich unter dir bewegt, desto mehr leuchtet sein schwimmender Körper. Und du siehst, dass ihr eine Lichtspur hinter euch herzieht. Es ist wunderschön. Du rutschst von dem Pferd herunter und sorgst durch deine Bewegungen nun selbst für ein unheimlich schönes, bläuliches Glitzern. Und auch wenn du ahnst, dass dieses Funkeln eine ganz natürliche Erklärung hat, magst du die Magie des Momentes, diesen Zauber einfach auf dich wirken lassen und genießen. Schließlich verlasst ihr zusammen das Meer. Noch immer völlig verzaubert vom funkelnden Schauspiel, lässt du dich auf den weichen Sand sinken. Auch wenn die Sonne bereits untergegangen ist, weht ein angenehm warmer Wind um euch herum. Schon bald werdet ihr beide wieder komplett getrocknet sein. Der Hengst lässt sich hinter dich im Sand nieder und du kuschelst dich ganz vorsichtig, aber gleichzeitig unendlich vertraut an ihn. Du spürst seine Wärme, kannst seinen Herzschlag hören und den ruhigen Atem des Tieres. Zusammen mit dem Rauschen des Meeres und den leisen nächtlichen Geräuschen um euch herum ergibt sich eine wundervoll beruhigende Klangkulisse.
die dich sanft einhüllt. Du lässt deine Augen zufallen und spürst, wie du ruhiger und ruhiger wirst. Du lässt einfach los. Lässt dich treiben. Immer weiter und weiter. Bis ins Land der wundervollen Inselträume.